verehrte Gäste, liebe Wangerländer, mit unserer Erkennungsmelodie Alle Mann an Deck begrüßen wir Sie ganz herzlich hier im Haus des Gastes in Hormasil. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich darf zunächst einmal Dankeschön sagen, Hartwig Gerdes und dem Shantikor Hormasil für die Einstimmung. Was war 2019 auf der Weltbühne eigentlich los? Trump und Brexit habe ich jetzt bei 4 Neujahrsempfängen auf dem Zettel gehabt. Das eine Problem scheint ja nun lösbar. Kriegerische Auseinandersetzungen in vielen Bereichen der Welt, wütende Bürgerproteste in vielen Ländern und wo ohne Waffen gekämpft wird, werden Handelskriege geführt. Amerikaner machen Druck auf unsere Märkte, Chinesen drängen in unsere Märkte. Wir drohen, unsere Exportstärke zu verlieren. Das ist schon beunruhigend. Betrifft uns hier im Wangerland gefühlt zumindest, aber nicht unmittelbar. Wir haben den Fridays for Future-Protest erlebt, der in Greta Thunberg personifiziert wird. Man mag denken, Jugendproteste hat es schon in den 60er gegeben, das legt sich. Aber man ist schon verstört, mit welcher Dynamik man sich jetzt auf einmal politisch mit dem Thema Klima beschäftigt. Nehmen Unwetterkatastrophen tatsächlich zu oder wird nur mehr darüber berichtet? Wer noch zweifelt, was richtig ist, der mag sich unsere Deiche ansehen, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder, und ich sage deutlich, deutlich erhöht worden sind. Und das betrifft uns ganz unmittelbar. Wie gehen wir jetzt mit diesen Dingen um? Ich halte es da mit dem amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr, dem folgende Worte zugeschrieben werden, die Sie alle kennen. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und vor allem die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wir können Dinge nur da ändern, wo wir es selbst in der Hand haben, den Lauf der Dinge zu bestimmen, beziehungsweise mitzubestimmen. Unser Leben wird zunächst einmal vor Ort geprägt, in jedem einzelnen Dorf hier bei uns im Wangerland. Und genau hier müssen wir uns auch fragen, welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen oder besser übergeben? Welches Wangerland wollen wir unseren Kindern und Enkeln übergeben? Nachhaltigkeit ist sicherlich im Moment das große Stichwort. Global denken, lokal handeln, das ist die Devise. Das sind die Gedanken, die uns in Politik und Verwaltung beschäftigen, die in der Raumordnung des Landes Niedersachsen und des Landkreises und in den Gemeindeentwicklungskonzepten derzeit aufgearbeitet werden. Dafür müssen wir die Ärmel weiter hochkrempeln und dafür müssen alle mit anpacken. Die Gemeindeverwaltung kümmert sich dabei klassisch um die Infrastruktur, um Feuerwehren, um Kindergärten und um Schulen. Das läuft. Das Dorfleben muss von der Zivilgesellschaft, von den Vereinen und Dorfgemeinschaften organisiert werden. Das läuft auch. Und dafür sind und bleiben wir regelmäßig im Austausch. Ich glaube, das sind gute Voraussetzungen für die Zukunft. Was haben wir gemeinsam erreicht in 2019? Was ist bei uns passiert im Wangerland? Die Konjunktur läuft nach wie vor gut. Baufirmen sind nach wie vor schwer zu bekommen. Ziel war in 2019, möglichst viele kleine, aber dringende Bau- und Reparaturmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden und bei den Wegen in Eigenregie abzuwickeln. Das hat ganz gut funktioniert. Mit unserem Partner Feldmann haben wir zudem eine Vielzahl von Straßen reparieren können. Und ich bin sehr dankbar, dass der Gemeinderat den Reparaturetat im letzten Jahr dafür um 50% erhöht hatte. Damit konnten wir einiges bewegen. Und das Team der Ordnungsabteilung um Markus Gellert hat im vergangenen Jahr viel erreichen können. Wir haben Sanierungsarbeiten in den Grundschulen in Tettens und in Hochsiel durchgeführt. Für die nächsten 2 Jahre haben wir Dachsanierungen in den Turnhallen Hormasil und Tettens geplant. Auch da geht es weiter. Und mit dem nächsten Jahresetat werden wir in die grundlegende Straßensanierung unserer schlechtesten Straßen einsteigen. Welche das sein werden, das werden wir noch beraten. Das werden wir jetzt im ersten Quartal machen.
Der Gemeinderat hat hier nach intensiver Beratung im letzten Jahr den Weg freigemacht für, wie gesagt, ein umfassendes Straßensanierungsprogramm. Und unsere Bautechnik um Thorsten Meuer steht schon in den Startlöchern. Und auch bei den Feuerwehren geht die Erneuerung weiter. Und die Feuerwehrleute legen nicht etwa in die Hände in den Schoß und lassen die Gemeinde machen. Nein, die packen selbst mit an. Liebe Feuerwehrleute, ich bedanke mich im Namen aller Wangerländer für die geleistete Arbeit in 2019. Ihr seid großartig. Dankeschön. Auch im Radwegebau, ein beliebtes Thema im Wangerland, ist einiges passiert. Der Radweg an der Biederstraße in Hochsiel ist jetzt fertig asphaltiert. Der Landkreis Friesland hat die touristisch attraktive Radwegeverbindung von Spitzhörn bei Hochsiel bis Krildumersiel fertiggestellt. Insgesamt hat das Radwegenetz der Gemeinde Wangerland damit wiederum an Bedeutung gewonnen. Es fehlt aber immer noch der verkehrswichtige und, wie ich finde, gefährliche Bereich an der Landesstraße 812 zwischen Waddewaren und Hochsiel und an der Landesstraße 808 von Eggelingen nach Altgamsiel. Neben der Verwaltung haben auch die Bürger der betroffenen Dörfer im letzten Jahr deutlich gemacht, wie wichtig ihnen diese Radwege sind. Noch in diesem Monat werden wir auf Vermittlung des Straßenverkehrsamtes mit dem Landkreis und dem zuständigen Straßenbauamt in Aurich in Gespräche einsteigen. Dort auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an dein Haus, Sven, an das Straßenverkehrsamt. Parallel versuchen wir, den Radweg auf der alten Tidebahnstrecke instand zu setzen und zu asphaltieren. Das ist ein wunderschöner Wegeverlauf, allerdings so lang, dass wir den Radweg aktuell ohne Fördermittel gar nicht bauen können. Wir sind hier aber noch im Verfahren und die dauern heutzutage nun mal. Wir hoffen weiter, dass wir bei Zeiten gute Nachrichten verkünden können. Gestartet sind wir bereits mit einer großen Flurbereinigung zwischen St. Joos und Oldorf. Hier werden mit Hilfe des Landes einige Millionen investiert. Und ich danke hier allen Beteiligten aus Landwirtschaft und von den Anliegern für die gute und tolle Zusammenarbeit. Das läuft äußerst harmonisch und das ist nicht selbstverständlich, wie wir gehört haben. 2019 war auch das erste Betriebsjahr für den neuen Windpark bei Hadien. Hier ist jetzt die Bürgerbeteiligung erfolgt und die Anteile sind ausverkauft. Wie versprochen sind die Wangerländer Bürger zu 51% über eine Genossenschaft an dem Windpark beteiligt. Und auch wenn Riesenrenditen in Zeiten niedriger Zinsen vorbei sind, glaube ich, dass dieses Modell erfolgreich sein wird. Im letzten Jahr habe ich an dieser Stelle auch über ausverkaufte Baugebiete im Wangerland gesprochen und über die Erfordernis, den Fokus auf die weitere Baulandentwicklung zu legen. Die Niedersächsische Landesgesellschaft NLG hat in 2019 weitere Baugrundstücke am Wangermeer erschlossen. Der Verkauf läuft dem Vernehmen nach sehr gut. Ich freue mich auch, dass die Wohnungsbaugesellschaft Friesland ihr Erfolgsmodell eines modernen und für alle Generationen geeigneten Mehrfamilienhauses jetzt auch in Hohenkirchen errichten wird. Tolle Wohnungen in zentraler Lage. Der Chef der Wohnungsbau, Herr Brunken, ist heute hier. Herzlich willkommen. Schön, dass das so geklappt hat. Die Grundstückserschließungsgesellschaft der Volksbank GEFA, kurz GEV, steht ebenfalls in den Startlöchern. Die GEV hat die Planung für die neuen Baugebiete in Hochsiel und an der Helmstedter Straße in Hohenkirchen nahezu abgeschlossen. Die Pläne werden jetzt im Januar öffentlich ausgelegt und eingehende Anregungen dann beraten. Und dann kann es in Kürze bestimmt losgehen mit den Bauarbeiten. Wichtig ist, und dafür bin ich dem Rat der Gemeinde, aber auch unseren Partnern von der GEV dankbar, dass wir hier Wohnraum ausschließlich für Einheimische schaffen können. Das ist auch erforderlich, wenn man die Entwicklung in den Küstenbadeorten und auf den Inseln so verfolgt. Dort müssen wir wirklich was tun. Meine allgemeine Vertreterin Gitta Heidmann-Schmacke hat mit ihrem Team hier sehr ordentlich gearbeitet. Immerhin können wir uns über rund 250 neue Wohneinheiten freuen. Und das ist eine Hausnummer, wie ich finde. Auch im Bereich des Ferienwohnungsbaus tut sich einiges. In Hochsiel entstehen in den nächsten beiden Jahren 66 moderne und barrierearme Ferienwohnungen. Und die Erschließungs- und Fundamentarbeiten haben dort gerade begonnen. Es geht also vorwärts im Wangerland, wie wir sehen. Demografisch stehen wir auch ganz gut da. Wir haben in 2019 unsere Einwohnerzahl in etwa gehalten. Wir sind aktuell 11.073 Voll- und Teilzeitwangerländer, wie ich das sage. Also 35 Leute weniger als vor einem Jahr. 2018 hatten wir dafür 35 mehr. Ich glaube, das sind nicht die gleichen, die sich da jetzt...
Die Zahl der Trauungen im Wangerland ist ebenfalls erneut stark gestiegen, was an den attraktiven Strandtrauungen bei uns liegt. Wir haben dazu jetzt noch mal Gas gegeben und haben unser Trauzimmer renoviert und uns den Strandcharme ins Rathaus geholt. Unsere Standesbeamtinnen haben dort gute Vorschläge gemacht und das ist wirklich toll geworden. Und wer die Gelegenheit hat, der muss sich das mal angucken. Man fühlt sich wirklich wie am Strand. Das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, und auch unsere Kindertagesstätten sind super ausgelastet. Also ich glaube, auch demografisch läuft es gut. Im touristischen Bereich wird ebenfalls geklotzt und nicht gekleckert. Die Fokussierung auf neue Angebote im Thalasso-Bereich wird den Standort Wangerland weiter stärken. Das Thema Hallenwellenbad Hochsiel wollen wir gerne an einem runden Tisch aus Touristik, Politik und Hochsielern besprechen. Wir werden über die zukünftige Entwicklung unserer Urlaubsorte im Gespräch bleiben und immer wieder informieren. Unsere Zahlen zeigen aber eines wiederum deutlich. Wir sind und bleiben eine touristisch große Nummer und wir ziehen mit über 2 Millionen Übernachtungen viele, viele Menschen ins Wangerland, wovon auch unsere Nachbarkommunen und die ganze Region profitieren. Im Tourismus wird sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Nach den Wünschen unseres scheidenden Kämmerers, Manfred Meinen, sollten wir finanziell weiter bescheiden bleiben. Ich habe eingangs von unserer Verantwortung für kommende Generationen gesprochen. Und vor diesem Hintergrund sehe ich es ebenfalls als unsere Verpflichtung an, weiterhin gut und solide zu haushalten. Feuerwehren, Kindergärten, Schulen und Straßen fördern und instand halten und zugleich Schulden abbauen. Ich glaube, nur dieser Weg ist nachhaltig. Zugleich blicken wir allerdings auch auf moderne Infrastruktur. Wir bekämpfen aktiv und ich glaube innovativ Funklöcher und stellen in vielen Orten frei zugängliches WLAN zur Verfügung. Auch das ist ein guter Weg. Der Landkreis sorgt indes in einer sehr großen Offensive mit Breitbandinfrastruktur in schlecht erschlossenen Bereichen des Wangerlandes, allerdings auch in ganz Friesland, für gutes Internet. Ich sage ganz deutlich Danke hierfür. Und wer die Gelegenheit hat, jetzt einen von diesen schnellen Anschlüssen zu kriegen, bloß zupacken, so gute Leitungen wird es lange nicht mehr geben, denke ich. Wie mir unser Haushaltsspezialist Arno Hinrichs mitteilte, konnten wir auch im 7. Jahr in Folge bei der Gemeinde Schulden abbauen. Die langfristigen Schulden liegen jetzt endlich unter dem selbstgesteckten Zwischenziel, nämlich unter der 10-Millionen-Euro-Marke. Trotz der gewaltigen Summe, trotzdem ein guter Erfolg, wenn man die Stände von vor einigen Jahren kennt. Dafür gebührt unserem Rat und unseren ehrenamtlichen Politikern und Politikerinnen Dank. Dank dafür, dass Sie in vielen Sitzungen mit uns äußerst zielorientiert und vor allen Dingen sehr diszipliniert an den Herausforderungen der Gemeinde gearbeitet haben. Denn ich sage Ihnen, ja. Denn ich sage Ihnen, die Verlockung, im Umfeld günstiger Kredite die nötigen Investitionen über Schulden zu finanzieren, ist, wie die Debatten zeigen, sehr groß. Der Landesrechnungshof sieht das indes kritisch und warnt in seinem Jahresbericht davor. Bleiben wir lieber solide. Auch 2020 wird sich wiederum einiges ändern. Langjährige Mitarbeiter haben uns im letzten Jahr verlassen oder werden uns in Kürze verlassen. Positionen sind neu zu besetzen. Bereits im letzten Jahr hat WTG-Urgestein Frido Gerdes unsere Wangerland-Touristik verlassen und ist in den Ruhestand getreten. Kämmerer Manfred Meinen sieht genauso wie Frido Gerdes noch wie das blühende Leben aus, erreicht aber ebenfalls in Kürze die Altersgrenze. Und in der wichtigen zweiten Reihe gibt es Veränderungen, und das muss ich hier mal sagen, weil das nicht so oft vorkommt. Wir haben einen Kollegen, Dieter Kubin, Personalsachbearbeiter bei uns, der tritt nach sage und schreibe 46 Jahren bei der Gemeinde Wangerland in den Ruhestand. Das nenne ich mal einen treuen Mitarbeiter. An anderer Stelle haben wir uns aber auch gute neue Leute ins Haus geholt. Heute Abend, das haben Sie am Eingang bereits gesehen, sind alle 4 Azubis bei uns fleißig mit im Einsatz. Herzlichen Dank euch dafür. Ja, meine Damen und Herren, wir haben mit unseren rund 180 Kolleginnen und Kollegen in Kindergärten und Schulen, im Rathaus und auf dem Bauhof gerne und mit Herzblut für das Wangerland gearbeitet und freuen uns, die Arbeit in 2020 erneut beherzt anzugehen. Unsere Ausgangssituation für 2020 ist sehr gut. Ich habe die Zukunftsthemen weiter im Blick. Zum Teil bin ich bereits darauf eingegangen. Das soziale Leben in der Gemeinde läuft durch ein gut funktionierendes Vereinsleben und eine unglaubliche ehrenamtliche Unterstützung und einen tollen Zusammenhalt
auf sozialer Ebene in unserer Gemeinde. Ich danke den Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde an dieser Stelle für die geleistete Arbeit. Auch hier ist tatsächlich in 2019 viel geleistet worden. Ich denke zum Beispiel an die Pöppelser, von denen einige heute hier sind, die ihre Straße einfach mal selbst repariert haben. Eine ganz tolle Truppe, die mittlerweile dank Presse, Funk und Fernsehen deutschlandweit als Vorbild dient. Ich denke an die Mitglieder unseres Mobilitätsvereins, die den ersten Wangerländer Bürgerbus in die Spur bringen und sich auch vom damit leider zwangsläufig verbundenen bürokratischen Aufwand nicht in die Knie zwingen lassen. Manche hätte da längst aufgegeben. Vielen Dank euch. Und ich denke an die Mitglieder des Vereins Historische Seenotrettung, die im letzten Jahr dem Ort Horomasil sein Wahrzeichen zurückgegeben haben, einen hölzernen Seenotbeobachtungsposten, den sogenannten Hohen Stuhl, mit Spenden finanziert. Und jetzt haben die vor Weihnachten auch noch eine tolle neue Ausstellung mit Rettungsbootmodellen und Rettungsgerät eröffnet. Das sind Anpacker und keine Schnacker, meine Damen und Herren. Vielen Dank auch euch. Wir werden selbstverständlich von Rat und Verwaltung alle aktiven Gruppen auch weiter unterstützen. Da, wo eine Gemeinschaft aktiv wird und anpackt, leisten wir wie immer gerne Hilfe. Es bleibt aber immer Hilfe zur Selbsthilfe. Wir werden heute Abend auch keine Ehrungen vornehmen, denn wir haben inzwischen so viele Anregungen, dass wir das in einer separaten Ehrenamtsveranstaltung würdigen wollen. Was wir heute Abend aber noch erleben dürfen, das macht mich ganz besonders stolz. Was mich freut, ist, dass uns heute Abend durch den Fairtrade-Botschafter Manfred Holz der Titel Fairtrade-Gemeinde verliehen wird. Und ich freue mich auf die mir jetzt folgenden Personen, die uns auch den Fairtrade-Gedanken ein wenig näher bringen wollen, nämlich Umweltminister Olaf Lies und Sven Ambrosi, Anke Müller und Manfred Holz. Und all das, meine Damen und Herren, geht wiederum auf die ehrenamtliche Initiative der Gruppe Erde und Flut zurück. Auch dafür vielen Dank. Meine Damen und Herren, auch 2020 liegen wieder wichtige Entscheidungen und Arbeiten vor uns. Wir wollen das Wangerland jeden Tag ein bisschen besser machen. Mit Ihrer Hilfe und Unterstützung werden wir das Wangerland auch 2020 weiter nach vorne bringen. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank auch an meine Vorzimmerdame Brigitte Grunewold, die mit dem Team hier sich um das Gelingen dieses Abends gekümmert hat. Ganz herzlichen Dank dafür. Und Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich herzlichen Dank, dass Sie hier sind, dass Sie mit uns hier den Abend begehen. Bleiben Sie uns gewogen und seien Sie versichert, der Dampfer Wangerland, Ihr Dampfer Wangerland ist auf Kurs. Dankeschön.